Mein Name ist Erwin Schulz. Ich bin am 13. Oktober 1912 in Tempelhof geboren. Meine Mutter, die hat es natürlich während des Krieges sehr schwer gehabt. 1915 ist meine Schwester geboren und besonders schwierig wurde es ja, mein Vater war ja eingezogen als Soldat, 1917 in dem Kohlrübenwinter, wo die Ernährungslage für die deutsche Bevölkerung immer schwieriger wurde. 1919 zur Schule. Die Schule war nicht weit entfernt von unserer elterlichen Wohnung. Und da Vorbildwirkung, die entwickelten sich später. Nicht mit zunehmendem Alter von den Lehrern, die ich da hatte, als Vorbild war keiner. Und typisch ist in der Zeit, dass wir hatten noch einen Lehrer, der Richard Prühlheld. Wenn die Stunde begann, haben erst zwei, drei Dresche gekriegt mit dem Rohrstock. Also das war schon so typisch, wenn der kam. Und so vielleicht noch eine Sache. Ich war ja auch unterernährt und bekam damals Quäkerspeisung. Das war von den Vereinigten Staaten, von der Quäkerorganisation. Und da bekam ich halben Liter Milchsuppe und ein Brötchen. Das hat natürlich dann dazu beigetragen, dass man zusätzliche Ernährung hatte. Nicht? Wir müssen ja sehen, das war dann 1920, 21, wo noch in der Nachkriegszeit sich auch viele Probleme ergaben. 1922 bin ich in den Arbeitersportverein Fichte eingetreten und die nachfolgenden Jahre. Wir haben zweimal in der Woche geturnt, haben dort auch den Einfluss ausgeübt. Naja, dazu, meine Schwester war auch in Fichte und da bin ich dann auch eingetreten. Ich war dann in meiner Klasse der Einzige, war nicht. Das waren ja meistens so reaktionäre Lehrer, da der hatte mit Fichte nichts im Sinn gehabt. Und hier in Fichte, da fühlte ich mich wohl. Das war schön als Kind, dort mit anderen, die im ähnlichen Alter waren, zusammen zu sein, zu turnen, sonntags hatten wir manchmal so Ausflüge gemacht in die nähere Umgebung Berlins. Da fühlte man sich eben geborgen, beziehungsweise im Kreis von Gleichaltrigen unter guter Leitung von Älteren, die uns auf viele Dinge, wenn wir wanderten, hingewiesen haben. Nicht? Und das war etwas, was einen so besonders auch beeindruckte. In
Eine Sache, die noch gerade in dieser Zeit fällt, 1923, die Inflation. Da hat meine Schwester vorm Bäckerladen gestanden, ich beim Fleischer, und haben dann gewartet, bis mein Vater von der Arbeit kam. Der hatte einen Rucksack voller Geld. Und da hat er uns dann Pakete gegeben, da haben wir dann Brot bezahlt oder da ein halb Pfund Wurst oder ein Pfund Fleisch. Nicht? Das Geld war ja nachher wieder einen anderen Tag wertlos. Nicht? Und diese, in dieser Zeit verarmten ja viele. Viele hatten ja auch während des Krieges Kriegsanleihe bezahlt aus. Und die wurde ungültig, war nichts mehr wert. Also wer keine Sachgüter hatte, der hat alles verloren. 1927 bin ich aus der 8. Klasse oder 1. Klasse, ich weiß nicht, wie damals die war, entlassen worden. Schuljahr war zu Ende. Da bemühte ich mich um eine Lehrstelle, habe keine Lehrstelle 1927 bekommen, obgleich ich auch gute Zeugnisse hatte. Also, ich wollte da Schriftsetzer werden. Mein Onkel hat sich auch drum bemüht, abgelehnt. Dann ein anderer Onkel, na dann warst du Maurer, auch nichts. Mein Vater war Schlosser, auch nichts. Also alle Bemühungen sind sozusagen fehlgeschlagen. Und da fing ich an bei der Firma Jonas als jugendlicher Angestellter. War dann in der Zeit ein besserer Laufbursche für eine gewisse Zeit. Das war 27. Bin zu dieser Zeit auch eingetreten in die Gewerkschaft, in den Zentralverband der Angestellten. Und das führte dann nachher später auch während der Zeit auch dazu, dass ich wegen der gewerkschaftlichen Tätigkeit doch entlassen wurde. Aber auf eine andere Sache, das habe ich schon übersehen, die wesentlich meine Einstellung besonders förderte. Das war 1929, glaube ich. Da kam das Buch raus von dem Remarque Im Westen nichts Neues. Und dieses Buch wurde von den organisierten Jugendlichen in der Gewerkschaft, in der SAJ, Sozialistische Arbeiterjugend, oder Kommunistische Arbeiterjugend, oder von den Arbeitern, Sportlern, das wurde gelesen und hat dazu beigetragen, Ältere, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatten, die mussten auf unseren Jugendheimabenden berichten, wie war es in Verdun oder woanders, eure Erlebnisse. Und das hat viele Jugendliche zu Kriegsgegnern und zu, da ja die SA Film, den Film auch versuchte zu verhindern oder haben es auch verhindert, auch zu Gegnern noch gestärkt im Kampf gegen die faschistische Gefahr, die sich im Laufe der Jahre da ergab. Das ist etwas, ich kann es von mir sagen, das mich auch im Leben weiter begleitete.
gegen Krieg und auch gegen den Faschismus. In der Zeit war auch da von den Kommunisten die Losung rausgegeben: Wer hinbeugt, wählt, wählt Hitler. Und wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Vielleicht noch eine Sache: Die Weltwirtschaftskrise wirkte sich ja aus in Deutschland. Wir hatten ja über 6 Millionen Arbeitslose. Bei den Betrieben waren ja Schilder dran: Wir stellen keinen ein. Heute macht man solche Schilder nicht an. Also so ändert sich auch einiges. Und die Unruhe, ja, nicht? Jugendliche vor allen Dingen, die keine Arbeit hatten. Und das führte auch dann nachher zu Radikalisierungen. Es gab ja in dieser Zeit auch viele Morde. Politische Gegner wurden ermordet. Hitler, dem wird die durch Hindenburg die Macht übertragen. Und die Arbeiterbewegung war so gespalten, dass keine einheitliche Gegenwehr zustande kam. Protestdemonstrationen gab es da auch eine Menge, führte dann auch nachher zu dieser Provokation Reichstagsbrand, wo nachdem viele verhaftet wurden, nicht? Also es war vieles vorbereitet, große Verhaftungswellen der Arbeiter, also der Arbeiterfunktionäre. Zu unserer illegalen Arbeit in der Wohnung meiner Eltern. Naja, da konnte einer kommen, wann er wollte. Also wir hatten da auch eine bestimmte Zeit. Wir haben ja da Musik gemacht. Nicht abends um 18 Uhr. Nicht? Die Hausbewohner freuten sich. Da sind die Musikanten wieder. Da war ich unterwegs, hatte da eine Matrize in meinem Lenkrad drin. Und kam da in der Walle, war abgesperrt, SA-Leute, stopp. Was ist denn, Heil Hitler grüße ich den. Und was ist denn hier los? Da sagte er, ja, hier verteilen welche Material. Habt ihr die noch nicht? Nee, man sieht mal zu, dass er die kriegt. Und da war der denn so abgelenkt, hat ja nicht weiter untersucht. Nicht, also, man muss schnell irgendwie reagieren. Gleich auf eine Situation auch sich ganz plötzlich umstellen. Und dadurch hat er nicht weiter untersucht und hat mich fahren lassen. Bin dann durch die Sperre überall durch. Hier an der Ecke wurde ich 1935 von der Gestapo verhaftet. Der andere, der Quade, der mich verraten hat, denn nur er kannte den Treffpunkt und die Zeit. Nicht? Und die sind dann mit dem weggefahren und von hier aus sind die dann zu meiner Wohnung oder unserer Wohnung gefahren und haben dann nachher die Hausdurchsuchung gemacht und haben meine umfangreiche Bücherei mitgenommen. Da haben sie sogar von Goethe die Bände mitgenommen, weil die einen roten Einband hatten. Die Bücher von Franz Mehring, ein Historiker der Arbeiterbewegung, die haben das stehen gelassen. Die hatten einen blauen Einband. Wahrscheinlich waren sie
literarisch nicht so bewandert, dass sie einige Dinge unterscheiden konnten. Luckau vom Bahnhof gelaufen und hinter uns schlossen sich dann die. Ich glaube, wir sind auch in Ketten durch Luckau vom Bahnhof gelaufen und hinter uns schlossen sich dann die Tore. Wir waren wundert eingekleidet, bekam die Zuchthauskleidung, unsere Privatsachen wurden uns alle abgenommen. Und da kamen wir in eine Zelle, so 2x4 Meter mit 3 Mann. Und da sollte in den nächsten Monaten und Jahren sich unser weiteres Leben abspielen. War Luckau als Zuchthaus überbelegt. Ja, in Einmannzellen waren 3 Mann drin. Wie es in den großen Zellen waren, weiß ich nicht. Wir waren ja isoliert. Aus der Zelle kamen wir ja nur raus in einer Freistunde, in einer halben Stunde. Da mussten wir Abstand wahren zu anderen, durften nicht sprechen. Unterm Fenster ein Bett. Das andere Bett war an der Wand hochgeklappt. Und der dritte Mann, der lag unten auf dem Fußboden, auf Matratzen. So lebten wir dort in der Zelle. Die Notdurft mussten wir in der Zelle verrichten. Mussten nachher auch abends unsere Zuchthauskleidung und die Schuhe rauslegen. Die waren vorher draußen. Die hatten Angst, dass wir fliehen oder weiß ich. Post bekam ich von meiner Schwester und sie schilderte gut, grüßte auch von den Eltern und behandelte oft so wissenschaftliche Themen, die anregten zur Diskussion. Wir waren ja 3 Mann, die anderen beiden waren auch aus dem Sportprozess. Jedenfalls, als wir dorthin kamen und ausgeladen wurden, da sagte der Justizwachmeister, der uns begleitete, ach, die armen Jungs, der wusste, was im Moor los ist. Wir wurden dann übergeben an die SA. Da ging es ja schon los, die Schreierei. Linksrum, wer aus der Reihe tritt, wird sofort geschossen und so weiter. So ging das nach Bürgermoor. Wir sind da mit solcher Brigadebahn, das war eine Schmalspurbahn, sind wir dort hingefahren worden. Wir wurden dort neu eingekleidet und wir sagten immer so, der Kammerbulle, das war auch ein SA-Mann, der fragte dann, weshalb bist du denn hier? Ich sage, wegen Sport. Ich war ja im Sportprozess. Ach, dann mach mal gleich 25 Süße. Das waren 25 Kniebeugen. Naja, die habe ich gemacht. Das war ja auch da in der Zeit kein Problem. Na, hast du das gut gemacht? Ich sage, ich hoffe, Herr Wachmeister. Na, dann mach noch mal eine Runde. Dann haben die uns die Lederschuhe abgenommen, haben wir diese Holzschuhe bekommen, so wie die Holländer sind, ja. Und da hat man uns Fußlappen hingeschmissen und dann so die Holzschuhe da. Und da mussten wir wieder antreten. Ja, wir haben hier auch einen schönen Sportplatz. Und den wollen wir euch mal zeigen, da könnt ihr auch deinen Sport machen.
Und auf dem Sportplatz hat man uns dann so rumgejagt. Ruppen, Kniebeugen, Dauerlauf und misshandelt wurden auch mit Kolbenschlägen von der SA-Bewachung, mussten nachher über eine Eskadierwand, die 2 Meter hoch, einige kamen nicht rüber. Da waren ja auch Ältere bei, die auch schon jahrelang eingesperrt waren. Die hatten ja keine Luft mehr bekommen. Ich glaube, wir wurden so um 6 geweckt. Da ging dann alles im Galopp, im Tempo. Nicht Betten machen, waschen, auf Toilette gehen, das war hinten unsere Baracke. Da wurde nachher das Essen ausgeteilt. Und dann war Zählappell. Nicht, das ging alles sozusagen im Galopp. Dann ging es raus zur Arbeit. Da mussten wir antreten. Ich bin dann größtenteils so mit zu dem Kuhl-Kommando gekommen. Da waren so ca. 500 Gefangene. Da wurde wieder gezählt. Gezählt wurden wir einen Tag x-mal. Nach dem Tag abends sind wir wieder eingerückt. Ich glaube so 17 Uhr. Dann ging es, da wurden wir auch wieder gezählt, ob alle wieder zurückkamen. Ging es dann auf die Baracke. Das ging dann alle, das ist bis dann immer gerannt. Da hast du das Abendbrot bekommen. Das waren Eintopfgerichte, Peluschen, das waren solche großen Bohnen, die manchmal ja gar nicht vertragen hat. Und das Schlimme war, wenn sie wieder während der Zeit, wo das Essen ausgeteilt wurde, Appell hatten, Zählappell, musstest du raus, dann war, ist das Essen kalt geworden und das Essen hat schon so nicht geschmeckt und nur eine kalte Essen, ja, das musstest du essen, damit man etwas wieder zu sich nehmen. Dann gab es eine besondere Solidarität unter den Gefangenen, unter den politischen Gefangenen? Dann gab es so eine Grippewelle, da waren die so geschwächt. Da kamst du ins Revier mit über 40 Fieber. Hast du einen Tablettensturz gekriegt, anderen Tag war Fieber weg. Kamst wieder zurück und musstest ins Moor arbeiten. Du warst ja so schwach. Und da durch die gegenseitige Hilfe durfte auch wieder keiner sehen, haben wir dann eben viele durchgebracht. Manche sind dabei auch dann gestorben. Naja, also die Solidarität unter den Gefangenen, die gab es ja schon, ist überall drin. Ja, und also da redet man nicht drüber, das ist eben selbstverständlich, wie man so durch alle Dinge durchkommt. So hat einen die Solidarität auch gerettet in vielen Situationen, die du vielleicht nicht überlebt hättest. Nun 40 im Januar kam ich auf Transport. Entlassen wurde ich ja nicht. Das war jetzt so in der Kriegszeit so üblich, dass viele nicht entlassen wurden. Ging dann über Hannover, dort war ich ein paar Tage und dann nach Berlin und bei der Gestapo wieder neue Vernehmung. Und meine Schwester, die wusste ja nun, dass ich auch nach Berlin kam.
die ist dann täglich hingegangen. Wann lassen Sie meinen Bruder frei? Wenn meine Schwester sich nicht so eingesetzt hätte, wäre ich auch nicht mehr rausgekommen. Nun muss man auch andererseits sehen, hatte ja auch Polizeiaufsicht, 5 Jahre, das war ja im Urteil mit drin. Man, jeden Tag hätten sie einen wieder greifen können. Man kam ja aus Deutschland nicht raus. Ein Freund besorgte mir Arbeit. '42 wurden wir nochmal gemustert. Und da hängt es ja auch zusammen mit den ungeheuren Verlusten an der Ostfront. Die brauchten ja jetzt Menschenmaterial. Und da ist dann eben so ein Führer, Erlass oder was das war, nicht, wurden die eingezogen. Und da vielleicht so was, was so, wo ich das nie vergessen kann, in der Mannschaftsbaracke war auch einer, Bibelforscher, der lehnte ja ab, die Waffe zu übernehmen. Heute Abend sitzt man mit ihm noch zusammen. Nachts wird er zum Tode verurteilt. Einen anderen Tag muss die Kompanie antreten. Und da mussten wir zusehen, wie der am Marterpfahl ermordet wurde. So geht's euch auch, sagte unser Kompaniechef oder Kompanieführer. Wenn ihr nicht das macht, was angeordnet wird. Wir konnten als selbstständige Einheit Gegenstöße der Alliierten auffangen, und wenn wir zurückgegangen wären, hätten sie uns von hinten auch zusammengeschossen. Also das waren regelrechte Himmelfahrtskommandos. Das war so bei den die Grundidee gewesen. Ne? Also so war das für die größeren Einheiten, für Divisionen gedacht. War ja auch dann der Einsatz. Hier, typisch, unser Einsatz an einem Hang, wo wir nach dem ersten Schuss von der amerikanischen Artillerie zusammengeschossen worden wären, keiner hätte überlebt. So war dann auch der militärische Einsatz von vielen Frontabschnitten. Das war das Prinzip Vernichtung der Politischen. Die sollten im Krieg zugrunde gehen und nicht überleben. Die Kompanien waren ja so zusammengestellt, ein Drittel politische, ein Drittel kriminelle und ein Drittel Offiziere, Unteroffiziere, Gefreite. Wir waren alle politische. Das hatten wir dann schon so ein bisschen arrangiert, nicht, dass da kein anderer dazu kam. Hatte man versucht, noch andere zu überreden, in Gefangenschaft mitzugehen. Und da wollten wieder nicht, die hatten dann Angst, das wird an die Heimat gesendet, das ist Schikanen haben und so. Weißt du, viele Sachen, die dann so waren. Jedenfalls bin ich mit dem Otto Linke dann in Gefangenschaft gegangen, und wir hatten dann unsere
sind da von Marokkanern gefangen genommen worden. Da war ein Riesenlager, wo jetzt alles zum großen Teil wohl da nach Casablanca kam und von dort aus kamen wir rüber nach den Vereinigten Staaten. Wie gesagt, die Auseinandersetzung ging da dann auch schon immer stärker. Die Antifaschisten versuchten so weit wie möglich sich zusammenzufassen, dass sie nicht als Einzelgänger waren. Und die Auseinandersetzung mit den Nazis, die ging ja dann so, die versuchten ihre frühere Befehlsgewalt als Unteroffiziere so weit aufrechtzuerhalten. So versuchten die das auch, als wir nach Amerika rüberkamen. Sie besetzten in den Lagern die Schreibstube, die Küche, auch alles, ja, nicht? Sie waren ja Chargierte, nicht? Nicht Unteroffizier, Feldwebel, und wir waren alle ja bloß, wie man so sagt, einfache Soldaten. Und wir versuchten, dass die rauskommen aus dem Lager, haben wir da in Ali Zivil versucht. Und wir dann Einfluss nehmen auf die jungen Soldaten, die ja auch dazu gehörten. Da bin ich dann später weggekommen, zurück nach Fort Devens. Hab dann da in Fort Devens das Kriegsende mitgemacht. Wir sind dann nachher nach Belgien transportiert worden. In Belgien fanden wir dieselben Verhältnisse vor wie damals in Ali Zivil, als wir da in erste Gefangenenlager kamen. Kurz bevor ich entlassen wurde, da kommen ja immer die Unterlagen, wenn so welche verlegt werden in andere Lager. Und da ist ein Kamerad, Fritz Fiedkau, deklariert war in den Unterlagen als SS-Mann. Man hatte also in den Lager, wo er vorher war, die Unterlagen getauscht in der Beurteilung. Nicht aus dem Antifaschisten hat man SS-Mann gemacht und den SS-Mann, der ist als Antifaschist schon nach Hause gekommen. Jedenfalls kam ich, das war dann Oktober 46, mit dem Transport nach West-Berlin. Ich wohnte ja früher in West-Berlin. Und so bin ich dann 1946 aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause gekommen. Meine Eltern wohnten woanders, sie waren ja ausgebombt worden. Und nun begann das neue Leben. Als ich dann nach Hause kam, bin da in die SED eingetreten. Es war ja die Vereinigung von Sozialdemokraten und Kommunisten und vielen Parteilosen. Habe danach ja auch zeitweise im Ministerium gearbeitet, war auch zeitweise zweiter Sekretär in Tempelhof bei der SED, später auch Parteisekretär in Johannisthal im Betrieb. Habe mich dann auch besonders nach 89, 90 hier interessiert. Da waren Moorsoldatentreffen, habe da auch viel vermittelt, dass Moorsoldaten Interviews geben konnten aus Köpenick, habe mit denen gute Kontakte.
bin jedes Jahr hingefahren dort, habe an den Treffen teilgenommen, gegen Krieg und gegen den Faschismus. Und das ist die Schlussfolgerung. Der Krieg ist was Furchtbares. Der bringt nicht nur für die Soldaten, sondern für die Bevölkerung viele furchtbare Zustände. Und gegen den Faschismus und dann jetzt auch den Neonazis muss man sich wenden, um ähnliche Verhältnisse, die sie anstreben, verhindern zu können. Man sagt immer, wir haben kein Geld, für Alte nicht, für Kranke nicht. Als die Banken nach Pleite gingen, hat man auf einmal hunderte Milliarden. Alle da. Man erzählt in alle Bücher, hat alle möglichen Informationsmittel, was heute ihr Lohn wird über Fernsehen und Zeitung und alle Mächen. Da hat man früher gesagt, das geht auf keine Bären aus. Sachen verwenden. Ich habe das aber so, als ich 95 wurde, als meine Frau dann auch 95 wurde, haben wir gesagt, schenkt uns keine Blumen und keine Sachen. Spendet das Geld für Kubas Kinder, Müll für die, das ist wichtiger. Blumen, die verdorren 3 Tage. Ist gut gemeint. Jetzt gehen wir zu dem Liebknecht-Denkmal. Ja, genau. Und anschließend gehen wir essen und ich lade euch alle ein. Ja, du darfst nicht immer Nein sagen. Man kann auch mal Ja sagen. Nicht? Man kann ja nun aus den vielen Jahren immer bloß bruchstückhaft dies und jenes bringen. Ja.